Dennis. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir uns kennenlernen. Schön, dass du hergefunden hast. Du bist relativ frisch als Autor unterwegs, ja. Verrat uns doch mal, woher du kommst, was du machst. Ich komme aus Leipzig, bin derzeit hauptberuflich Schüler wieder. Ich habe auch natürlich schon mal Vollzeit gearbeitet, aber gegenwärtig hole ich mein Abitur in einer Erwachsenenbildungseinrichtung nach. Und ich bin hobbyfreizeitmäßig Autor. Kann man das noch sagen, wenn man schon veröffentlicht ist und ein bisschen Geld damit verdient? Ja, schon. Und dann bin ich hobbyfreizeitmäßig Autor. Ja, super. Fünf Worte, um dich selbst zu beschreiben. Fünf Worte, um dich selbst zu beschreiben. Auf jeden Fall aufgeregt jetzt im Moment bei dir. Ich würde sagen, ich bin jung, kreativ, dynamisch und auf jeden Fall auch ehrgeizig. Ja, das ist schon mal ehrgeizig und auf jeden Fall gut. Ja. Wenn man Verstand haben will. Genau. Was bedeutet die Leipziger Buchmesse für dich persönlich? Die Leipziger Buchmesse bedeutet für mich persönlich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin jedes Jahr gern hier, ich bin an allen vier Tagen von Anfang bis Ende hier. Es ist natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, Kontakt knüpfen und informieren. Gerade, du wirst mich vielleicht im Verlauf des Lebens darauf ansprechen, gerade da ich jetzt in den Bereich Hörbuch einsteigen möchte und ich mich dahingehend wirklich noch gar nicht auskenne, da ich nur schon aus dem Buchsinn bekomme, mit Leuten sprechen, mich informieren. Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil der Buchmesse, aber auch wirklich einfach das Ganze hier genießen, das gute Treiben, Stände angucken und bündeln. Kontakte knüpfen, ja. Ein bisschen für Lager ausspielen. Also das Schöne mit dem Nützlichen. Ja, auf jeden Fall. Schau, du nimmst das Thema auf. Du möchtest jetzt langsam in die einsteigen, was du mir vorhin verraten. Das heißt, du möchtest nur kleine Tipps erstmal machen, um die versuchen loszuwerden. Bist du dich dann hocharbeitest zu dem ganzen Buch, das als Produkt zu produzieren? Genau, weil ich einfach davon ausgehe, dass meine Hauptromanreihe, das Biest in dir, viel zu aufwendig wäre, das jetzt als Hörbuch zu produzieren. Habe ich mir als Ziel gesetzt, eine Kurzgeschichte aus dem Buch Schattenweber, das im Dezember vergangenen Jahres erschienen ist, habe ich herausgegeben mit einigen anderen Autoren, das ist ein Sammelband, und dass ich das eine Geschichte, das Bündnis als Hörbuch vertont sehen möchte. Das ist wirklich so mein großes Ziel für die nächsten Monate. Denkst du wirklich an Hörbuch, also rein vorgelesen, oder denkst du an ein Hörspiel? Hörspiel wäre mir am allerliebsten, aber ich sage mal so, ich denke mal, man kann als Neueinsteiger nicht so wählerisch sein und ich weiß, ein Hörspiel ist schwerer zu produzieren. Deswegen wäre ich mit einem Hörbuch zufrieden, aber Hörspiel ist irgendwie noch so. Das passt auch mehr zum Fantasy-Bereich. Ich denke mal, man da ein bisschen mit Geräuschen arbeiten kann dabei. Das wäre so die Kirsche auf der Schlagsahne und drauf, das Hörspiel. Aber Hörbuch wäre da absolut, ja, top, absolut zufriedenstellend auf jeden Fall. Genau. Schattenwelt, Anthologie. Du hast also Schattenweber. Schattenweber, Entschuldigung. Ja, ich hab's ja direkt da vor mir, aber Schattenweber, Anthologie. Du hast also andere Autoren noch mit ins Boot genommen, noch schwere Autoren zu finden. Anfangs habe ich das befürchtet, dass es schwer werden würde, weil ich meine, wer lässt sich darauf ein, man zahlt zwar nicht, aber kauft ja trotzdem irgendwie indirekt die Katze im Sack, weil ich meine, wenn ich jemanden anwerben möchte, was muss ich verkaufen, ich muss mich selbst verkaufen, ich muss mich selbst interessant machen, mein Projekt interessant machen, und wer es nicht kennt, der kauft dann im Prinzip öffentlich erstmal die Katze im Sack, und da dachte ich, es wird viel schwerer, aber ich habe da ein Anschreiben in einige Internetforen, in einige Schriftstellerforen reingestellt. Und es haben sich sehr rasch Leute gemeldet, die ich dann auch alle bis auf einen übernommen habe. Also es waren wirklich, die Leute, die sich gemeldet haben, waren auch wirklich enthusiastisch und befähigt dazu, wirklich dort mitzumachen. Das Besondere beim Schreiben eines Romans für dich, was macht das für dich aus? Das ist natürlich alles auf jeden Fall Selbstverwirklichung. Ein großer Teil Selbstverwirklichung, weil ich meine, man hat viele Vorstellungen im Leben, was würde ich gerne machen, und kann das aber nicht alles umsetzen, und da kann man andere Figuren, seine Romanfiguren, das erleben lassen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ein Fantasy-Autor das sagt, bei dem es im Buch um Mord und Totschlag mitunter geht. Das ist natürlich nicht meine Ziel, all das umzusetzen, was die Protagonisten und Antagonisten in dem Buch machen. Das möchte ich eins zu eins alle selbst umgesetzt haben, aber es ist ein spannendes Leben, was die führen, und es ist einfach ein Leben, das du als Durchschnittsbürger nicht führen kannst. Und es ist so ein bisschen die, ich will nicht sagen Realitätsflucht, weil das immer so negativ klingt im Bereich der Fantasy, aber es ist wirklich Selbstverwirklichung im Sinne von Realitätsflucht, in Anführungszeichen. Ich kann das sogar gut nachvollziehen. Wann kommen dir die besten Ideen für deine Geschichte? Die besten Ideen kommen mir einerseits, wenn ich direkt im Schreiben drin bin, wenn ich wirklich alles andere ausblende. Ich schreibe auch mit Ohrenstöpseln in den Ohren, also wenn ich das wirklich nichts höre, außer meine eigenen Gedanken. Wenn ich wirklich auf meinem Sessel sitze, Laptop auf dem Schoß, und wirklich mich auf nichts anderes fokussieren muss, dann kommen mir einerseits zu guten Ideen, andererseits aber auch manchmal ganz erschreckend im Alltag, wenn ich einkaufen bin, wenn ich in der Straßenbahn sitze, dass dann einmal so ein Gedankenblitz kommt und ich denke mir, wow, ja, das könnte eine Idee werden, das könnte ich einbauen. Wie geht es oder die nächste Geschichte? Weil der viel in meinem Kopf. Genau, du schreibst ja so
ausschließlich im Genre Fantasy, wenn ich es richtig verstanden habe? Gegenwärtig ja, aber ich habe vor, wenn das mit dem Hörspiel bzw. Hörbuch gut klappen sollte, dann habe ich vor, ein bisschen mehr in die Richtung Horror zu gehen, aber nicht so dieses Splatter, sondern mehr so in dieses... Das muss man aufpassen, das kann sehr schnell gehen. Ja, und das ist nicht so beliebt, aber dieser Grusel-Horror, der ist für die Hörspielgemeinde sehr beliebt und ich interessiere mich auch privat sehr dazu. Also ich höre das selber gerne und ich habe mir da eigentlich schon seit einiger Zeit vorgenommen, in die Richtung selber mal was zu schreiben. Ich habe auch schon ein paar gute Ideen, ein paar Geschichten im Kopf. Hast du Vorbilder in der Region? Also in Fantasy war noch ein gutes Horror? Für den Horrorbereich, ich glaube, wer jetzt nicht Stephen King sagt, der ist eben durch. Also das ist natürlich das Nonplusultra, ja, Stephen King ist mein Vorbild im Horror. Aber wer ganz groß meine beiden Vorbilder im Bereich Fantasy sind, die mich auch zum Schreiben inspiriert haben, das sind auf jeden Fall Markus Heitz und Michael Einkofer mit ihrer Orb und Zwerge Saga. Man kann, glaube ich, bei Trilogie sagen, es waren mal Trilogien vor etlichen Zeiten, mit ihren wirklich groß umfangreichen Romanprojekten der Orks und Zwerge, die haben mich damals wirklich so begeistert, so gefesselt, dass ich gesagt habe, Felix, das willst du auch machen, so in die Richtung, das muss es sein. Mein nächstes Buch aus deiner Reihe, das Tier in dir. Das Biest in dir. Das Biest in dir, mit Titel Die Tränensteine, erscheint jetzt demnächst. Hast du schon neue Projekte? Wird die Reihe fortgesetzt? Die Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Der vierte Teil ist noch nicht der abschließende. Aber es wird erstmal gegenwärtig pausiert, da ich ja, wie schon gesagt, erstmal Ziele in anderen Richtungen habe. Es ist ja inzwischen auch gar nicht so unüblich, dass eine Reihe unterbrochen wird, mitunter auch über mehrere Jahre. Sehr zum Leidwesen der Fans. Ich bin ja auch nicht nur Schreiber, ich bin ja auch Fan, der unter sowas leidet. Ich meine, Heitz hat jetzt gerade seinen fünften Zwergeband nach 7 Jahren Pause ausgebracht. Das war ja quasi 7 Jahre. Und also ich denke auch, dass es bei mir so grob in die Richtung gehen wird, dass es erstmal eine Weile Schluss ist mit das Biest in mir, aber es ist auf jeden Fall so geplant, dass es auch später weitergehen wird. Und zum Schluss unseres Interviews, wie sind deine nächsten Projekte? Meine nächsten Projekte? Also wie gesagt, in die Richtung Hörspiel, Hörbuch, in die Richtung Grusel, Horror möchte ich gerne was schreiben und ich würde gerne auch versuchen, in so eine Heftromanserie reinzukommen, wie zum Beispiel John Sinclair oder Professor Samura oder Tony Ballard. Sowas in der Richtung, so eine Heftromanreihe, die schon über viele Jahre mit vielen Bänden geht und mit einer ständig wechselnden Autorenschaft, wo die Verleger auch immer neue Autoren suchen. Da habe ich auch schon ein paar Gespräche auf der Messe gehabt und ich denke, da sind die Chancen auch sehr positiv. Felix, danke, dass du mein Gast warst. Ich habe auch zu danken.